Liebe Schwestern und Brüder, alle Evangelien sind sich in manchen Dingen einig, in manchen aber auch nicht. Beispielsweise sind sich alle Evangelien einig darüber, dass sie nichts, aber auch gar nichts über die Auferstehung sagen. Also die Auferstehung beschreiben. Sie beschreiben alle die Leere des Grabes. Und sie beschreiben Begegnungen mit dem Auferstandenen. Aber die eigentliche Auferstehung, Auferweckung, beschreibt kein einziger Evangelist. Alle Evangelien sind sich auch einig, dass es Frauen sind, die als allererste Zeuginnen eben des leeren Grabes sind und die Botschaft von der Auferstehung erhalten. Alle Evangelien sind sich auch einig, dass es am Morgen des Tages nach dem Sabbat ist. Also die Sabbatruhe wird erst noch gehalten, bevor die Frauen an das Grab gehen, in das man den Leichnam Jesu gelegt hat. Die Evangelien sind sich ganz und gar nicht einig, wie viele Frauen es waren. Johannes berichtet von einer einzigen Frau, Maria von Magdala. Matthäus berichtet von zwei Frauen, Lukas berichtet von einer unbestimmten Anzahl von Frauen und Markus, wie wir eben heute gehört haben, von drei Frauen. Aber auch diese Frauen, Schwestern und Brüder, haben Jesus nicht verstanden. Und das ist allen Jüngerinnen und Jüngern ausnahmslos gemeinsam. Auch diese Frauen haben ihn nicht verstanden. Er sagte ihnen doch allen, dass er am dritten Tage auferstehen werde. Warum, um Himmels willen, rechnet denn überhaupt niemand damit, dass er tatsächlich aufersteht? Diese Frauen gehen ja nicht ans Grab, um den Auferstandenen zu finden, sondern sie gehen, um den Toten zu salben. Sie gehen dorthin in tiefer Trauer, um dem die letzte Ehre zu erweisen, den sie zu Lebzeiten geliebt haben, auf den sie ihre Hoffnung gesetzt haben. Es sind die Augen, die den Tod suchen, nicht das Leben. Keiner, niemand, Schwestern und Brüder, glaubt diesem Jesus. Überhaupt niemand nimmt ernst, was Jesus zu Lebzeiten gesagt hat. Niemand rechnet damit, dass er tatsächlich auferstehen wird. Stattdessen wollen sie ihn salben. Sie wollen den salben, bei dessen Salbung sie dabei waren, als die Frau das Nardenöl über ihm ausgoss, verschwenderisch, um zu zeigen, wie wichtig er ist und wie sehr er gesalbter Christus, Messias ist. Nichts davon ist übrig. Nichts von dem, was sie in ihm sahen, reicht über das Kreuz hinaus. Sie gehen, um etwas zu tun, was völlig überflüssig ist, den zu salben, der bereits gesalbt ist. Und doch
Schwestern und Brüder, wenn wir in das Evangelium des Markus hineinschauen, dann finden wir einige Hinweise in seiner Beschreibung, was eigentlich geschah und womit manches vielleicht zu tun hat. Am ersten Tag der Woche, heißt es hier, kamen sie in aller Frühe zum Grab. Im Griechischen steht nicht am ersten Tag der Woche, sondern da steht an Tag 1. Und an Tag 1 erinnert vielmehr an die Genesis, an den Schöpfungsbericht. Es wurde Abend, es wurde Nacht, ein neuer Tag. Und Gott sah, dass es gut war. Was Markus hier beschreibt, in dem Weg, dem Trauerweg der Frauen, der nicht als Trauerweg enden wird, ist Neuschöpfung. Aber wie es eben zur Neuschöpfung gehört, erst muss etwas sterben, bevor etwas Neues beginnen kann. Sie kamen in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Markus ist der einzige Evangelist, der diesen Zusatz macht, als die Sonne aufging. Alle anderen sagen, als es noch dunkel war. Das lässt natürlich immer aufhorchen, wenn die, die ja voneinander wussten und die Berichte voneinander kannten, anders formulieren. Und wenn man dann schaut, wo noch einmal im gleichen Wortlaut die Sonne aufgeht im Markus-Evangelium, dann wird man fündig beim Gleichnis vom Sämann. Erinnern Sie sich, der Same, der für das Wort Gottes steht und der auf den Weg fällt. Und die Sonne aufgeht und die Saat versenkt, weil sie keine Wurzeln hat. Genau das ist jetzt auch hier in dieser Geschichte das Problem. Und das wird meines Erachtens durch die aufgehende Sonne angezeigt. Genau das, was Jesus zu Lebzeiten im Gleichnis vom Sämann ihnen nicht nur sagte, sondern dann auch noch seinen Jüngern erklärte, er selber legt dieses Gleichnis aus. Das passiert jetzt. Hören wir genau hin. Sie sagten zueinander, die Frauen, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Und Schwestern und Brüder, wenn ich ihnen jetzt sage, dass sie bereits vor dem Grab stehen, sie könnten bereits sehen, dass der Stein schon weg ist, das sehen wir nämlich gleich am nächsten Satz, sie es aber doch nicht sehen, dann wissen wir, wie sehr sie gefangen in ihre Trauer sind. Sie philosophieren darüber, wer ihnen diesen schweren Stein vom Grab wegwälzen kann, obwohl er schon weg ist und sie es eigentlich sehen müssten. Nächster Satz, doch als sie hinblickten. Und im Griechischen steht hier nicht hinblicken, sondern es steht aufblicken. Als sie aufblicken. Sie schauen zu Boden. Sie nehmen gar nichts um sich herum wahr. Sie sind ganz gefangen in sich und in ihre Trauer. Sie drehen sich auch um sich selbst. Sie sind auch ganz in ihrem Schmerz, ihrem höchstpersönlichen Schmerz gefangen. Erst als sie aufblicken, sehen sie, was vor ihnen ist. Sehen sie das, was ihre Zukunft sein wird. Und das ist aber zuallererst Leere. Dass diese Begegnung in der Grabhöhle bei ihnen vor allem Schrecken auslöst, ist das beste Zeichen dafür, dass der Same des Wortes Gottes
der Same, der durch Jesus in ihr Leben gelegt wurde, keinerlei Wurzeln hat. Sie können in diesem Moment auf nichts bauen. Alles ist weg, die Saat ist versenkt. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Beeindruckend, Schwestern und Brüder, ist ja, dass Markus der Einzige ist, der von einem jungen Mann spricht. Alle anderen wollen uns weismachen, dass es ein Engel ist. Die christliche Kunst ignoriert das völlig, das Markus-Evangelium. Ich kenne zumindest keine einzige Ikone oder irgendeine christliche Darstellung, wo ein junger Mann auf dem Grab sitzend dargestellt wird. Alle haben sie immer Flügel und zeigen an, Engeln zu sein. Interessant ist, ohne dass ich das zu Ende ausführen kann, dass exakt die gleiche Beschreibung eines jungen Mannes bereits in der Passionsgeschichte auch nur bei Markus vorkommt, nämlich im Garten Gethsemane. Ein junger Mann aber, der nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm Christus nachfolgen. In Klammern, während alle anderen wegrennten. Da packten sie ihn. Er aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon. Das Einzige, was diesen jungen Mann nun auf die Seite Gottes buchstabieren lässt, ist die Tatsache, dass er ein weißes Gewand trägt, das bereits im Alten Testament ein klares Zeichen für himmlische Verklärung ist und damit die direkte Nähe zu Gott, dass dieser junge Mann die Botschaft des Schöpfers Gottes bringt. Er ist Repräsentant der Botschaft Gottes. Und ein zweites, dass er auf der rechten Seite sitzt, nämlich auf der Seite der Macht. Es ist nicht schwer zu glauben, dass die Frauen das sehr erschreckt. Der junge Mann aber sagt zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Ihr sucht den Menschen. Ihr sucht den, der am Kreuz gestorben ist. Ihr sucht ja gar nicht den Christus. Ihr sucht ja gar nicht den Sohn Gottes. Der Mensch, Jesus von Nazareth, den findet ihr hier nicht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und dann seine Anweisung, nun aber geht. Geht raus aus dieser Grabhöhle, geht raus aus diesem Ort des Todes, wendet euch dem Leben zu, geht nach Galiläa, so wie er es euch gesagt hat. Und wieder muss der junge Mann sie daran erinnern, was Jesus ihnen zu Lebzeiten gesagt hat. Markus 14, aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorangehen. Geht also nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Und dann noch ein wichtiges Detail, geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus. Also allen Jüngern und dem Petrus. Warum wird dieser Petrus hier extra genannt? Weil er ja in der Nacht ihn verleugnete, seinen Herrn. Damit auch seine eigene Nachfolge verleugnete, damit seine eigene Lebensentscheidung verleugnete. Und es ist nun wichtige Botschaft in diesem Moment, dass die Botschaft von der Auferstehung auch Petrus erreichen soll. Ihn, der in der Nacht schwach war.
er soll noch einmal angesprochen werden, er soll auch wieder berufen werden, seine Berufung geht weiter. Die Frauen müssen Jerusalem verlassen, den Ort, der für sie nur für tot steht, aber auch für alle ihre nationalistischen Vorstellungen, die sie haben, ihr völlig schräges Verständnis vom Messias, wie sie ihn falsch verstanden hatten. Und sie sollen dorthin gehen, wo alles mit der Botschaft Jesu begonnen hat, in Galiläa, seiner Heimat. Sie sollen allem noch einmal nachgehen und sie werden verstehen. In einer tieferen Dimension werden sie verstehen, was Jesus ihnen zeitlebens sagte. Schwestern und Brüder, womit die Frauen nicht rechneten, dass Gott sich an Jesus von Nazareth als der treue Gott erweisen wird. Dass er sich als Gott des Lebens im Leben von Jesus von Nazareth zeigen wird. Sie stehen in einem Grab und der Tote ist nicht mehr tot, er lebt. Und so wundersam, wie der große Stein weggewälzt wurde, so wundersam ist das, was die Frauen nun glauben sollen. Jesus ist auferstanden. Gott hat über den Tod gesiegt. Doch nicht nur Tod, sondern auch Hass wird seiner zerstörerischen Macht beraubt. Schien es in der Todesstunde doch noch so, als würde nun Hass und Verrat und Verleumdung und Angst und Wut die Oberhand haben und siegen, so dreht sich nun in diesem Moment alles. Die Botschaft des leeren Grabes, die Botschaft des Jünglings sprechen eine entgegengesetzte, eine andere Sprache. Gott gab seinen Sohn dahin, damit die Spirale der Gewalt einmal endet. Und dass Hass nicht mehr das letzte Wort hat. Gott ist es, der das letzte Wort hat. Und damit hat das letzte Wort die Liebe. Das löst Erschrecken und Staunen bei den Frauen aus. Es wundert kaum, denn ihnen wird in diesem Moment bewusst, wenn das tatsächlich alles wahr ist, was sie in diesem Moment erleben, dann hat das eine immense Tragweite. Dann hat das eine wahnsinnige Konsequenz und dann hat das eine explosive Kraft. Dann ist ja ab jetzt alles möglich. Denn Gott hat gezeigt, dass wahr ist, was Jesus Christus über ihn erzählt hat. Alles Reden vom Reich Gottes, alle Zeichen der Liebe, alle Zeichen der Heilung und der Vergebung. Es waren nicht nur Worte eines Mannes aus Nazareth. Es waren die Worte des Sohnes, den Gott in die Welt gesandt hat, um sein Wort, seine Verheißung, seine Botschaft lebendig, begreifbar werden zu lassen. Deshalb sollen sie jetzt zurück nach Galiläa, zurück an den Anfang, auch an den Anfang ihrer Berufung. Und vom Kreuz her und von der Auferstehung her nun begreifen, was Jesus ihnen auf dem dreijährigen Weg alles nahegebracht hat. Sie sollen die Botschaft von Neuem weitertragen und sie sollen zu den mutigen Zeuginnen und Zeugen werden, die sie dann auch geworden sind. Und das, Schwestern und Brüder, ist auch unsere Berufung. Aber auch bei uns ist es so, dass wir manche Vorstellungen und Erwartungen erst begraben müssen und immer wieder zurückkehren müssen nach Galiläa,
zurückkehren müssen an den Anfang der heilbringenden Botschaft Jesu von Nazareth, der zum Sohne Gottes geworden ist. Dort nimmt auch unsere Berufung ihren Anfang.